Schöne Kerzen. Oh, ihr seid schon da. Dann beginnt jetzt der neue Vlog. Der vierte. Mann, habe ich einen schönen Ständer. Upsala. Wer kann denn ahnen, dass er so schnell wie anfängt schon das Video? Ja, hallo erstmal. Euer Dorfina wieder. Der vierte Vlog. Ganz kurz zu Artikel 13. Nein, ich fange nicht jetzt großartig an, über Politik zu reden. Keine Sorge. Ich habe nur gesehen, es gab ein... Wie nennt man das? Eine Demo in Köln. Ich tue euch die Videos unten verlinken. Zwei Stück unten. Und die eigentliche Sache, über die ich heute rede, sind meine Geschichten. Dorfina und der Orden der germanischen Assassinen. Ich habe hier meine Homepage offen. Und die Vorgeschichte lacht mich an. Und ich würde am liebsten ein paar Absätze, ein bisschen was daraus vorlesen, wenn ihr Lust dazu habt. Wenn ihr keine Lust dazu habt, dann lese ich was vor. So gut. Okay, dann fange ich mal an, weil wie gesagt, ich muss auf die Zeit achten. Und ich habe hier meinen Zauberstab, damit ich wie so ein Lesezeichen, nämlich weiß, wo ich bin. Also die Vorgeschichte. Die Geschichte beginnt im Jahr 2017. Ich kann euch ein bisschen rumdrehen, weil ich so nach vorne geneigt bin, so. 14.03.2017, das habe ich extra hingeschrieben, da habe ich die Geschichte angefangen zu schreiben, also die Vorgeschichte. 12 Uhr mittags. Die 25-jährige Laura Thora ging zu Mittag in einen naheliegenden Supermarkt und wollte eigentlich nur schnell einige Einkäufe erledigen. Doch alles kam anders. Als Laura beim Keksregal ankam und sich eine Packung Schokokekse zu nehmen, tat sich aus mysteriöser Art und Weise ein Portal auf und verschlang Laura komplett. Laura rauschte durch eine Art Zeittunnel, so ähnlich wie bei Dr. Who, beim Intro von Dr. Who, weißt du, dann fliegst du auch durch so einen Zeittunnel mit der TARDIS. Nur bei Laura eben ohne TARDIS, nur Laura fliegt da so durch die Gegend. Und landete im Jahr, ja hier steht jetzt noch 1106, es ist praktisch das Ende des Jahres. Ja, Ende des Jahres und dann geht das weiter im Jahr 1107. Hier steht 1106 und 1107 geht es dann weiter. In einem Birkenwald. Laura verstand nicht, was eben geschah und irrte im Wald umher, bis sie an einer prachtvollen, aus Sandstein gebauten Festung vorbeikam. Doch Laura bemerkte, dass Spannung in der Luft lag. Und da lag sie leider nicht falsch. Denn als sie durch das große Tor ging, hörte sie hinter sich ein Pferd herangaloppieren. Und Laura musste zur Seite springen, um nicht umgeritten zu werden. Das ist das Pferd, weißt du, wenn das galoppiert. Plötzlich brach Panik aus und überall rannten die Menschen umher. Einige schrien um Hilfe, andere wiederum rannten flüchtend durch das große Tor. Laura hörte, wie eine Reiterin, die eben durch das Tor geritten kam, fragte: Was ist hier los? Was ist das für eine Unruhe? Eine Art General rannte zur Reiterin und erwiderte: Dorfina, die Templer, es sind diese verdammten Templer. Sie greifen uns an. Dabei dachten wir, wir hätten sie besiegt. Nachdem der General dies sagte, stürmten auch schon die Eliteeinheit der Templer durch das Tor und metzelten alles nieder. Laura versteckte sich und hoffte nicht entdeckt zu werden. Sie versteckt sich hinter so Wasserfässer, weißt du, alles wird zerstört, außer diese Wasserfässer, die bleiben ganz. Wer würde schon ein Wasserfass verdächtigen? Jetzt muss ich kurz ein bisschen scrollen und mal kurz auf die Zeit achten, ja, okay, geht. Als alles vorbei war und die Templer sich zurückzogen, kam Laura aus ihrem Versteck. Aber sie wurde von diesem General gesehen und dieser zog einen Dolch. Halt! Rief dieser zu ihr. Laura drehte sich langsam um und sah den General an. Dann kam diese Dorfina hinzu und sagte: General Markus, runter mit der Waffe. Das sieht nicht aus wie ein Templer.
Wer seid ihr? Ihr habt merkwürdige Kleidung an. Ihr kommt wohl aus einem anderen Land, oder? Laura wusste nicht, was sie sagen sollte. Moment, jetzt bin ich ein bisschen verrutscht in der Zeile. Sekunde. Tofina erwiderte, habt keine Angst. Wir tun Zivilisten nichts. Das sagt unser Credo. Also sagt, wer seid ihr? Dann kamen zwei weitere Personen hinzu. Ach, Tofina, ihr habt überlebt. Oh, Besuch, ein Neuling? Meinte dieser etwas kleinere junge Mann. Eine andere junge Frau erwiderte, nein, Mario, sieht eher aus wie eine Fremde. Laura stand einfach nur da. Das war zu viel auf einmal, doch es sollte noch schlimmer kommen. Denn Tofina machte einen Schritt auf Laura zu. Eine versteckte Templerwache schoss einen Pfeil auf Tofinas linker Brust. Tofina ging sofort zu Boden und der Templer rannte fort. General Markus rief, nein, Tofina! Er rannte zu Tofina hin. Und dabei machte diese andere Frau eine Bemerkung. Die Fremde hat sehr viel Ähnlichkeit mit Tofina. Das ist schon seltsam. General Markus erwiderte gereizt. Das ist nun ein sehr schlechter Zeitpunkt, um sowas zu besprechen. Tofina sah Laura zu. Beziehungsweise an. Und bat sie zu sich. Laura kniete sich zu Tofina und Tofina nahm Lauras Hand. Plötzlich ein helles, hellgelbes Licht. Die verletzte Tofina fing an, sich aufzulösen und sagte dabei, ich glaube, unser Orden hat den Propheten gefunden. Sonst würde das weiße Licht nicht erscheinen. Macht den Orden stark, besiegt die Templer. Ich gebe euch meine Erfahrung und Erinnerung. Entscheidet weise. Sie stöhnt so, weil sie hatte hier den Pfeil drin, ne? Deswegen, ich versuche das ein bisschen, ne? Und vor allem, seid tapfer. Dann war Tofina verschwunden und Laura wurde von einer Lichtsäule aus gelb-goldenen Blitzen hochgehoben. Laura nahm den Kleidungsstil von Tofina an und sie hatte alle Erinnerungen in ihrem Kopf, so wie es Tofina eben noch sagte. Das Abenteuer für Laura beginnt. Das war die Vorgeschichte. Wie gesagt, ich muss eigentlich immer auf die Zeit achten. Vielleicht mache ich aus dem Vlog auch mehrere Teile. Da würde ich jetzt sagen, ich mache jetzt erstmal Schluss und wir sehen uns im zweiten Teil. Dann lese ich einfach die Geschichte vor, das erste Kapitel. Bis gleich.